Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und wie ihr wahrscheinlich unschwer erkannt habt, die Kiste ist voll mit besten frischen Köfis. Wir haben Großes vor. Wir sind Uwe und meine Wenigkeit, Uwe Kenter, ist einer meiner besten Angelbuddies. Und jedes Mal im Winter machen wir ja so eine, ja, eine Großhecht-Tour. Dieses Jahr haben wir Verstärkung dabei. In den letzten Jahren hatten wir ja immer so ein paar kleinere Problemchen in den Nachtangelzonen, also wo wir nachts angeln dürfen. Aber die Aktion mit dem Zelt am Ufer, aus dem Bulli raus angeln, dann gab es oft Anwohner, denen hat es nicht so gepasst, dass wir da teilweise vor denen ihre Haustür unsere Routen ausgelegt haben, weil wahrscheinlich manche Angler sich daneben benommen haben. Und das wird uns dieses Mal auf jeden Fall nicht passieren. Dieses Mal sind wir vorbereitet. So eine Aktion, die wir vorhaben, ist für uns beide in dieser Form auch das allererste Mal. Ich denke, das wird mega spannend. Ja, wir sind heute früh bei mir im Dunkeln gestartet. Eiskalt, Schnee. Mittlerweile haben wir hier perfektes Wetter. Keinen Wind, schönes Hochdruckgebiet, strahlend blauer Himmel, kein Regen ist gemeldet die nächsten paar Tage. Und der wichtigste Vorteil, es ist nach wie vor kalt geblieben. Ja. Wir haben jetzt hier eine Außentemperatur von minus 2 Grad. Wir haben jetzt 11 Uhr Ortszeit. Das riecht alles danach, dass die großen Hechte richtig Hunger haben. Und wir haben richtig fettes Material für die Jungs am Start. So, und jetzt haben wir noch ein paar Minütchen vor uns. Und dann sehen wir uns wieder und dann zeigen wir euch auch mal unser neues Hilfsmittel für die kommenden Tage. Seid gespannt. Wir sind am Ort des Geschehens gelandet, an unserem Zielgewässer. Herrlichstes Wetter. Die nächsten Tage wird es auch herrlich bleiben. Wir haben richtig Bock. Es ist schön kalt. Die Hände sind richtig frisch. Die Köfis werden also nicht so schnell in unserer Kühlbox auftauen. Ein paar müssen wir allerdings noch auftauen. Wir wollen ja heute Abend gleich loslegen. Ja, und jetzt zeigen wir euch mal unseren großen Helfer, mit dem wir wahrscheinlich die besten Möglichkeiten jetzt haben im Winter. Kein Tackle schleppen, freie Platzwahl, kein Stress mit irgendwelchen Anwohnern. Besser geht's eigentlich nicht. Wir haben unseren Bulli am Start und diesmal kann unser Bulli schwimmen. Achtung, erschreckt euch nicht, ja? Reng. Hä? Das ist was, oder? Hechtangeln im Winter mit einem richtig fetten Kajütboot. Richtig Platz, richtig Power hinten drauf. Darauf kommt es jetzt aber nicht drauf an. Wir wollen ja keine Rennen gewinnen, sondern wir wollen nur sicher vorankommen. Aber Platz ohne Ende. Eine gemütliche Behausung obendrauf. Da können wir es uns dann gemütlich machen, wenn es richtig kalt werden sollte. Aber wir sind flexibel. Das erste Mal, wir waren mit dem Gefährt schon auf Wels unterwegs, aber jetzt das erste Mal zur Großhechtjagd. Die Vicky. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber war die beste Idee, die wir haben konnten, um in Zukunft den ganzen Problem aus dem Weg zu gehen mit den Nachtangelregularien hier. Denn die meisten Nachtangelregularien enden genau in der Wasserkante. So, und wenn ihr dann am Ufer sitzt, im Wasser dürft ihr nachts angeln. Aber am Ufer ist dann oftmals das nicht gestattet, dort mit dem Bus zu stehen, mit dem Zelt zu stehen, zu sitzen oder irgendwas. Und da haben wir uns überlegt, weil ich habe keinen Bock mit der Warthose die ganze Nacht im Wasser zu stehen, haben wir uns überlegt, wenn wir auf dem Boot sitzen, sind wir sehr flexibel. Ja. Und das ist unser Bötchen jetzt für die kommenden Tage und wir nehmen euch mit. Jetzt geht es erstmal aufs Wasser, Platzsuche und dort sehen wir uns dann wieder. Denn die Baits müssen ins Wasser. Vielleicht kriegen wir heute Abend schon den ersten Huber. Ja, und während Uwe das Boot vorbereitet, wir brauchen jetzt ein bisschen Energie, wir waren lange unterwegs. Ich habe von Holy natürlich wieder ein Taster-Pack dabei.
Da sind alle möglichen Geschmackssorten drin. Zum Durchprobieren werde ich uns erstmal schnell einen Energy-Drink vorbereiten. Geht rucki zucki, braucht nur eine Flasche Wasser, einen Shaker und die Energie eures Vertrauens, damit wir auch richtig fit sind, wenn es jetzt rausgeht nach der Anfahrt. Cobra, Tiger, Löwe. Der Cobra hört sich mega an. Cobra, die Schlange, genau. Das ist besser als alles, was du kaufen kannst. Kein Zucker, keine künstlichen Aromen. Mega lecker und mega Power bringt das. Schaut mal in der Videobeschreibung. Mit dem Rabattcode STEFAN5 könnt ihr 5 Euro sparen auf euer Taster-Pack. Findet so ganz schnell den Geschmack raus, der euch am besten schmeckt. Und habt immer ausreichend Power beim Angeln dabei. Den ersten Schluck kriegt der Beifahrer und den nächsten der Fahrer. Das ist doch reingerutscht, ne? Wahnsinn. So, das Beiboot noch schnell vorbereiten, dass wir das hinterherziehen können. Das brauchen wir. Und dann Abfahrt. Raus auf den großen Teich. So, Abfahrt. Wir sind draußen, hat alles super geklappt. Verlassen jetzt den Hafen. Winken noch mal zum Abschied. Ja, und jetzt suchen wir uns ein gemütliches Plätzchen. Auf dem Boot herrscht noch ein bisschen Chaos. Ich werde gleich erstmal ein paar Köfis in die Sonne legen, weil die sind alle noch mega gefroren. Können wir gleich mal reingucken hier in die Kühlbox, was da Sache ist. Alles steif gefroren, aber ich habe es euch ja im letzten Video schon gezeigt. Einfach in den Eimer Wasser reinlegen, dann kommen die relativ schnell und wir können sie als Angelköder benutzen. Ich schläge jetzt schon mal ein paar raus, weil der Schein trügt. In 2-3 Stunden ist es schon wieder stockeduster. Wir haben Winterzeit und müssen noch ankern, Boot aufräumen, Routen vorbereiten und wollen auf jeden Fall die Dämmerungszeit mitnehmen jetzt. Vielleicht kommt ja gleich das erste GroKo. Drückt uns die Daumen, ihr seid dabei. Abfahrt. Wir haben wahrscheinlich unseren ersten Angelplatz für die erste Nacht gefunden. Schaut mal. 3 Meter Wassertiefe hinten am Heck vom Boot. Hier vorne. Direktes Flachwasser. Also wir sind mit dem Boot direkt vorne drauf geschanzt. Wir stehen genau auf der Kante. Auf der Kante, wo wir die Hechte vermuten. Vorne. Flach. Rumpf vom Boot liegt auf. Und hier hinten haben wir 3 Meter. Hier geht's 3 Meter runter und ein Stück hinten dran noch 5-6 Meter. Großes Schilfgebiet. Überall Säumen, hier Schilfgürtel, das Ufer. Ja, und hier werden wir uns jetzt reinhängen, alles soweit vorbereiten und dann in die erste Pike-Nacht gehen. Ja. Ist schon alles Wahnsinn. Ne? Und natürlich mit so einem großen schwimmenden Bulli viel, viel einfacher. Wir dürfen hier nachts angeln, aber ihr seht es ja selbst, wie wollt ihr hier an das Ufer rankommen, außer beide Wege zu haben und irgendwas zu schleppen. Wir angeln uns jetzt hier aufs flache Wasser und dann kommen die Baits. Ich habe hier vorne schon mal eine bunte Mischung. Rotaugen, Hering und Makrele, alles
was das Herz begehrt und worauf die großen Muttis stehen, in die Sonne gelegt, damit wir auf jeden Fall ein bisschen angetaute Baits haben, jetzt hier zum Start. Ja. Schlauchboot vorbereiten, Hauptboot richtig festmachen und dann setzen wir die erste Rute. Wir grüßen euch bei einem wirklich perfekten Sonnenuntergang. Haben jetzt hier noch ein bisschen aufräumen müssen, ein bisschen Action machen müssen. Haben noch nicht mal alle Montagen vorbereitet. Jetzt erstmal die Pots hier professorisch. Wie gesagt, es ist ja auch unsere erste Tour mit dem großen Boot. Jetzt hier beim versuchten Angeln auf große Hechte. Wir haben uns vor den Schilfgürtel optimal abgeparkt mit 3 Ankern. Und haben jetzt erstmal unsere Pots fixieren müssen. Ich habe meinen Ranger MK2 Pot erstmal hier provisorisch mit Kabelbindern an der Reling festgemacht. Das Teil steht ja am Ufer wie eine 1 und da haben wir auch eine Möglichkeit gefunden, dass es hier auf dem Boot wie eine 1 steht oder hängt, besser gesagt. Der Uwe hat sich einen Bootspot besorgt. Das ist natürlich ein bisschen effektiver noch, weil man den an verschiedenen Punkten schön befestigen kann. Genau, aber jetzt müssen wir uns erstmal da ein bisschen reinüben, rein experimentieren. 5 Ruten werden wir jetzt aussetzen. Wir machen immer viel Zeit. Da hinten geht die Sonne unter. Die Köfis sind am Auftauen im Wassereimer. Und die genauen Montagen, das genaue Vorgehen erklären wir euch dann morgen in aller Ruhe. Vielleicht sehen wir heute Nacht noch einen dicken Fisch. Nur wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Wenn sie nämlich ganz weg ist, wird es bitter, bitter kalt. Und wir haben auch keine Zeit mehr, ordentlich abzulegen. Vor unseren Füßen, so viel dazu erstmal, läuft eine Rinne, 4-5, stellenweise 5,5-6 Meter Wassertiefe. Wir sitzen genau auf dem flachen Wasser oben drauf und wollen unsere Baits in dieser Rinne schön präsentieren. Aber wir sind ein paar Tage unterwegs, da werden wir euch noch genug zeigen können beim Auslegen. Jetzt gilt es erstmal, dass wir unsere Routen hier vorbereiten, dass wir vor der Dunkelheit safe sind und dann später mehr. Habt dafür ein bisschen Verständnis, aber jetzt müssen die Dinger ins Wasser. Vielleicht seht ihr später noch ein dickes GroKo, aber jetzt erstmal die Eisen raus. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. So, wir haben es geschafft, unsere Köder jetzt relativ schnell in dem doch kalten Wasser aufzutauen. Schaut mal, hier hat sich schon wieder Eis gebildet. Ja. So, in der ersten Nacht werden wir 2x Hering einsetzen. Sehr geiler Köder, habe ich ein mega Vertrauen drin. Dann so eine kleine Makrele am Stück. Süßwasserfisch, ein schönes Rotauge. Und die große Makrele hier, da werden wir das Schwanzstück benutzen. Da kommt richtig gut Geruch raus. Da haben wir ein bisschen was zum Testen. Die Teile auf jeden Fall nicht wegwerfen, die können wir dann noch zum Füttern benutzen, wenn wir einen Spot gefunden haben, wo es läuft. Oder auch Kopfstücke draufhängen. Die müssen wir jetzt einfach nur zurück in die Tüte tun. Morgen früh sind die wieder steif gefroren. So, jetzt geht's ans Auslegen. Es ist mega kalt, aber auch mega schön. Im Hintergrund quaken die Schwäne oder Blässhühner oder was das auch immer da ist auf dem Teich. Und die Ruten sitzen. 5 Stück sind draußen. Morgen nehmen wir euch auf jeden Fall mit und zeigen euch genau, was wir da gemacht haben. Wir haben die Köder jetzt schön in die Kante erstmal gelegt, haben gestaffelt. Rotauge, Hering, ganze Makrele. Und eine halbe Makrele.
Ja, und jetzt müssen wir mal zur Ruhe kommen. Wir sind schon sehr lange wach, waren saulange unterwegs. Und es ist so kalt. Wir räumen jetzt noch ein bisschen das Boot auf. Dann machen wir uns ein warmes Süppchen. Und dann sehen wir uns später wieder, wenn hier der Pendelbissanzeiger den ersten Abnehmer ankündigt. Mega, absolut gigantisches Angeln. Kein Mensch hier auf dem Teich oder auf dem Meer oder wie ihr es auch immer nennen wollt. Wahnsinn, Sonnenuntergang im Hintergrund. Boot liegt hier schön im Schilfgürtel. Kein Wind, kein Sturm, kein Regen. Klare, sehr, sehr kalte Nacht wird es werden. Jetzt ist schon wieder alles hier komplett eingefroren. Aber jetzt machen wir es uns hier gemütlich in unserem schwimmenden Bulli. Besser geht's nicht. Alter, ich glaube, uns frieren heute Nacht hier nicht nur die Ruten ein, sondern auch. Guckt euch mal das Schlauchboot an. Und hier drüben. Hier ist alles komplett durchgefroren. Und hier ist komplett Eis auf dem Teich. Kein Wasser mehr da. Ist alles komplett gefroren. Ich nehme jetzt mal hier so ein festgefrorenes Netz. Seht ihr? Das Meer friert ein. Hier ist alles Eis. Unglaublich. Wahnsinn. Alles friert zu. Aber das sollte eigentlich die Phase sein für dicke Fische. Einen wunderschönen guten Morgen. Bin gerade aufgewacht. Alles gefroren hier im Boot. Jetzt mal schnell hier unsere Kanzelwandheizung angemacht, damit wir hier im Bootsinneren wieder ein bisschen auftauen. Bei Nacht haben wir die Gasheizung aus Sicherheitsgründen. Da reicht die Wärmeflasche im Schlafsack. So, dann war ich mal kurz draußen gucken. Und da hat mich der Schlag getroffen. Ich zeig's euch mal. Schaut euch das mal an. Was das Beste ist. Wir sind eingefroren. Unser ganzes Boot ist eingefroren, festgefroren. Eis um uns herum. Der große Teich hier ist gefroren heute Nacht. Guckt mal. Alter Falter. Alles gefroren um uns herum. Ich wollte jetzt eigentlich, das ist ganz wichtig, früh raus, alle Köder wieder frisch setzen, frische Köder rausbringen. Es hat immer gut geklappt in der Vergangenheit, wenn nachts über nichts war, morgens früh aufstehen, Köder frisch setzen, dann kam meistens im Hellwerden der erste Biss. Aber ich habe überhaupt keine Chance rauszufahren. Es ist alles eingefroren. Wir müssen jetzt erstmal warten, bis es hell wird, um hier zu sehen, was Sache ist. Aber aktuell, wenn hier eine Anne gehen sollte, können wir einen Eisbohrer uns organisieren. Weil dem Fisch drillen, hier durch die Eisdecke oder geschweige denn mit dem Boot rausfahren, unmöglich. Keine Chance. Wahnsinn. Mal
testen, ob meine Bissanzeige überhaupt noch gehen. Das funktioniert alles super. Aber so viel zum Thema, ne? Warum benutzt du keine geflochtenen Schnüre zum Deadbaiten? Im Sommer oder während der warmen Jahreszeit? Absolut perfekt. Schöner Kontakt zum Köder, schöne Bissübertragung. Aber jetzt bei den Bedingungen der geflochtene, kannst du komplett vergessen. Die friert ja ein und da bewegt sich schon gar nichts mehr. Die Mono bewegt sich wenigstens noch ein bisschen jetzt auf unseren Rollen. So, zurück ins warme Kajütchen. Zeltheizung bollert. Kurz das Boot mal von innen aufwärmen. Ja, und dann warten wir, bis wir was sehen. Und hoffen wir, dass die Sonne, wenn sie rauskommt, ein bisschen Kraft kriegt und uns hier wieder auftaut. Weil sonst haben wir unseren Angelplatz für die nächsten Tage schon gefunden. Unglaublich, unglaublich. Festgefroren auf so einem riesengroßen Gewässer. Das ist mir auch noch nicht passiert. Guck mal hier, mein Kopfkissen ist an der Außenwand festgefroren. Unglaublich, unglaublich. Was ist das? Krass. Uwe, du musst aufstehen, wir sind eingefroren. Du musst einen Eispickel holen. Ich warte nur ein bisschen, bis ich drüber laufen kann. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Ist dir schön warm? Uwe hat natürlich wieder die beste Idee. Gibt ja zwei Möglichkeiten, wenn man eingefroren ist auf dem Eis. Die eine, zu warten und zu hoffen, dass es schnell auftaut, dass man weiterfahren kann. Und die andere, zu warten und zu hoffen, dass es noch dicker wird, dass man drauf laufen kann und Eisangeln machen kann. Unglaublich. Schreibt doch mal in die Kommentare vom Video, ob ihr schon mal irgendwo beim Angeln festgefroren seid. Für uns definitiv das erste Mal. Guten Morgen, die Kamera beschlägt jetzt im Boot, weil unsere Innentemperatur deutlich wärmer ist als die Außentemperaturen, aber die Sonne ist aufgegangen. Wir gehen jetzt mal raus und gucken uns mal das Spektakel noch mal genauer an. Alter Vater. Unsere schlimmsten Befürchtungen sind wahr. Wir sind komplett eingefroren. Schaut euch das mal an. Alles dicht. Da hinten hocken die ganzen Vögel auf dem Eis, die Ruten. Die Ruten sind komplett eingefroren und laufen hier vorne ins Eis rein. Eis direkt hinterm Boot. Da geht meine Schnur ins Eis. Die anderen Schnüre laufen hier drüben rein ins Eis. Unser Ankerseil läuft hier ins Eis. Gut, Schlauchboot sieht aus wie ein Schneeball. Bis da hoch könnt ihr locker die Eisschicht gut erkennen. Über den ganzen Tümpel. Ein riesiges Gewässer, auch mit Unterströmung. Alles dicht. Alles komplett dicht. Alter Vater. Ich habe jetzt überhaupt keinen Plan, wie wir die Routen hier wieder rauskriegen sollen. Weil wir müssen definitiv moven. Wir müssen hier weg. Weil hier ist an Angeln jetzt aktuell überhaupt nicht mehr zu denken. Die Bedingungen sind perfekt. Es ist richtig schön kalt. Die großen Hechte werden definitiv Bock haben auf unsere Deadbaits am richtigen Platz. Aber wenn alles eingefroren ist, wenn jetzt hier einer angeht, was willst du denn da machen? Machst du gar nichts. Wir müssen irgendwo hin jetzt, wo Bewegung im Wasser ist. Irgendein Gebiet, wo große Schiffe fahren, wo ein bisschen Druck auf dem Wasser ist. Aber bis wir da hinkommen oder so einen Platz uns suchen können, müssen wir warten, bis wir hier auftauchen.
Ich hoffe, dass die Sonne das hier alles ein bisschen zum Schmelzen bringt, wenn sie irgendwann da hinten jetzt mal aufgeht und Kraft hat. Weil aktuell ist alles chancenlos. Sogar unser Trinkwasser. Unser Trinkwasser ist knochenhart. Unglaublich, unglaublich. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Seid ihr schon mal beim Angeln eingefroren? Hoffentlich, weil die Morgenstunden sind ja immer eine Top-Zeit in der Vergangenheit gewesen für den Biss. Meistens habe ich dann aber die Ruten auch noch mal im Morgengrauen frisch gelegt, frische Baits drauf. Wollte ich ja heute früh auch machen, aber ist ja unmöglich. Und ich hoffe bloß, dass jetzt hier nicht auf die Baits, die wir gestern Abend rausgebracht haben, dass da jetzt eine Anne geht. Also es wäre spannend, würde mich ja interessieren, was da passiert oder was dann passiert, aber ich kann mir vorstellen, was passiert. Entweder Abriss oder Schnurbruch oder Chaos. Ich will es eigentlich jetzt gar nicht erleben. Ich will vernünftig angeln. Eine spannende Situation. Aus solchen Sachen lernt man definitiv, aber wir müssen jetzt die Daumen drücken, dass die Sonne hochkommt, also dass es kein diesiger Tag bleibt und die Eisschicht noch dicker wird. Weil dann haben wir definitiv unseren Angelplatz gefunden, unseren Ankerplatz. Weil an Angeln ist dann hier erstmal nicht mehr zu denken. Vielleicht später an ein bisschen Schlittschuh fahren oder irgendwas. Daumen drücken, dass die Sonne Kraft kriegt, Huten hier rausholen. Und dann geht es weiter an einen neuen Spot. Einen Spot, wo Bewegung ist, wo das nicht zugefrieren kann, wo Schiffe fahren, wo irgendwie mehr Strömung ist. Jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als drinnen im Warmen, also was heißt warm, von innen war das Boot auch über Nacht komplett gefroren, die Kopfkissen festgefroren an der Außenwand hier. Das Alu leitet natürlich perfekt diese Kälte, aber jetzt haben wir die Heizung drin an und jetzt fängt es alles an, drin will zu tauen und wärmer zu werden. Ja, abwarten. Dass hier das Eis, hoffen wir mal, weggeht und dann zum nächsten Platz. Die Vögel schlappen hier jetzt einfach mal über die Fahrrinne. Rettung ist in Sicht. Da oben kommt er. Wir haben einen Eisbrecher alarmiert. Gott sei Dank, es geht weiter. Es geht weiter. Wir haben jetzt 10 Uhr und der Teich wird noch dichter. Da kommen sie, die Jungs. Ich habe angerufen, habe gesagt, hier, passt mal auf, zwei verrückte Hechtangler sind eingefroren. Wir müssen weiterziehen, wir müssen weiter angeln auf der Suche nach der dicken Mutti. Und da haben die Jungs gesagt, wir starten und bergen euch. Wir werden jetzt mit dem Kran hier rausgehoben. Dann gehen wir bei denen ins Fahrwasser hinten rein. Und dann suchen wir uns einen Platz, der vielleicht nicht zufriert. Ja. Unglaublich. Unglaublich. Der wird auf jeden Fall jetzt ein paar Wellen schieben, dass das Eis hier vielleicht aufgeht. Alter, wie das knattert. Fährt er weiter. Da fährt er weiter. Hört ihr, wie das ganze Eis knattert? Ui, guck mal, wie sich die ganzen Platten hier bewegen. Seht ihr das, wie das ganze Eis jetzt hier bricht?
absolut krass. Aber es bricht nicht komplett auf. Seht ihr selbst. Es sind einzelne Risse im Eis. Aber wenn unser Kutter jetzt hier durch ist, wird es wieder anfrieren, die Risse. Seht ihr hier. Es sind nur ein paar einzelne Risse, die hier durch die Wellenbewegung eben entstanden sind. Aber schon schließt sich wieder die Eisdecke im Hintergrund. Oh, nee. Ja, der Eisbrecher war leider keine große Hilfe. Jetzt können wir nur noch auf die Sonne hoffen oder müssen selbst Aktionen machen, weil move müssen wir definitiv, weil sonst steckt man im Eis fest. An Angeln ist aktuell nicht zu denken. Dann gehen wir mit den Wartstiefeln rein und brechen die Ruten da frei, die Eisschicht, dass wir hier wegfahren können. Und dafür brauchen wir ein bisschen Power und die Hotbowls von Byfood sind ja ideal. Heißes Wasser drüber, durchrühren und ihr habt eine wärmende, vollwertige Mahlzeit drin. Das werden wir uns jetzt gönnen und dann fahren wir, probieren wir weiterzufahren. So, der Eisbrecher hat nicht viel geholfen, ist alles wieder zugefroren und die Sonne hat auch nicht genug Kraft. Darauf haben wir gehofft, dass die uns irgendwie hier freitaut, aber wir müssen jetzt selber Hand anlegen, wir müssen jetzt moven. Weil hier einfach nur rumsitzen und warten, dass irgendwas sich verändert, macht keinen Sinn. Wir wollen ja einen dicken Fisch fangen. So, und hier können wir definitiv nicht angeln, weil unsere Deadbaits könnten wir jetzt hier aufs Eis drauf werfen. Wir müssen jetzt einen Platz finden, wo wir ein bisschen Bewegung im Wasser haben, wo keine Eisdecke da ist. Dort werden wir bestimmt auch Fische finden. Ja, aber als erstes müssen wir jetzt mal unser ganzes Zeug hier freibrechen. Anker rausholen, die Ruten rausholen. Manche Angler würden vielleicht einfach jetzt die Ruten abschneiden, aber habe ich keinen Bock drauf. Dann liegen die Baits unten drin mit den Drilling dran, die Vorfächer. Großer Verlust, es kann passieren, dass irgendwelche Fische die noch aufnehmen. Nicht unser Ding. Jetzt muss erstmal mein Schlauchboot herhalten als Eisbrecher, dass wir die Ruten freikriegen. Und dann geht es mit unserem Crowsenboot problemlos hier durchs Eis auf der Blattsuche nach freiem Wasser, nach angelbarem Wasser, ja. So, das Schlauchboot hier freikriegen ein bisschen. Seid ihr schon mal mit so einem Gummiboot durchs Eis gefahren? Ich noch nicht. Mal gespannt, was da jetzt passiert. Motor läuft, aber das Ruten reinholen wird, glaube ich, doch also eine richtige Aktion. Guckt mal, wie dick das Eis hier ist. Oh. Ich hoffe echt, dass das Schlauchboot mitmacht. Wir müssen es probieren. Wir fahren erst mal davor ein Stück irgendwie. Ja. Alter Vater, unglaublich. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Warte mal, ich gehe auf die andere Seite. Da hängt sie fest. Hängt komplett hier fest. Hier müssen wir es kaputt hauen. Hier müssen wir es kaputt hauen. Warte. Fahr mal da vorwärts rein. Irgendwie jetzt, warte. Da hängt sie drin. Boah. Stopp. Angel. Unglaublich. Ja, aber jetzt kann ich sie vielleicht kurbeln. Ah.
irgendwas kommt. Unglaublich. Bleib hinten. Jetzt hängt es irgendwo. Alter Vater. Also das wird wirklich jetzt ein krasses Unterfangen. Die Schnüre bilden alle so einzelne, ja, wie so eine Cocktail-Eiskette. Guck mal. Einzelne Eisplatten hängen an den Schnüren. Wir sind jetzt vielleicht einen Meter vom Hauptboot weg. Das wird jetzt eine Aktion. Müssen wir durch. Hier ist unser Köder. Unglaublich. Unglaublich. Es geht, es war viel Arbeit, im Schlauchboot hier als Eisbrecher zu fungieren. Aber so kriegt man wenigstens unsere Montagen wieder rein. Dass diese Eisschollen so dick sind, hätte ich nicht gedacht. Und vor allem, dass die Schnur so da drin hängen bleibt. Der Eisbrecher sticht im See, wir haben uns befreien können. Unglaublich, unglaublich. Wir hatten gestern Nacht den Motor nicht ganz unten, weil wir ja im flachen Wasser hier gehangen haben. Am Anfang kam kein Kühlstrahl, da mussten wir jetzt ein bisschen warten, ein bisschen rumfummeln, ein bisschen die Sonne wirken lassen, ein bisschen rumkneten, damit der Impeller nicht zerballert, weil sonst wäre die Tour jetzt definitiv aus. So, aber jetzt sind wir wieder auf dem Wasser. Wir sind frei. Wir bahnen uns jetzt einen Weg. Irgendwo hier in Richtung, ja, durchs Eis durch, wie auch immer, und suchen einen Spot, der jetzt aktuell eisfrei ist. Denn der wird dann auch heute Nacht und morgen früh vielleicht noch eisfrei sein. Wir müssen was finden, wo eine Unterströmung ist, wo Bewegung ist im Wasser, wo es ein bisschen wärmer ist, irgendwas, weil sonst ist es rum, ja. Wir können nicht mal Spinnfischen gehen, ja. Die Fahrrinne ist wieder komplett zugefroren, wo vorhin der andere Eisbrecher durch ist. Wir können mal im Schlauchboot irgendwas machen. Ja, wir müssen jetzt was finden, wo wir angeln können. Ansonsten können wir Campingurlaub hier mit unserem Kajütboot machen. Alter Falter, hört ihr diese Schläge, wie das ballert? Also zum Glück haben wir ein Aluboot, definitiv.
Ja, da muss man wirklich ein bisschen erfinderisch sein. Aber wisst ihr, was das Beste ist? Wir haben einen Bereich gefunden, aktuell, wo nur ganz, ganz kleine Eisschollen rumtreiben. Ansonsten ist das Wasser eisfrei. Kann damit zusammenhängen, dass hier in diesem großen Gewässer genau das der Bereich war, wo der Wind drauf stand. Kann aber auch sein, dass hier ein bisschen mehr Unterströmung ist. Wir wissen es nicht genau. Aber wir sind guter Dinge. Wir müssen jetzt ein bisschen flexibel sein. Die Pots haben wir wieder ein bisschen umgebaut auf dem Boot, dass wir in die richtigen Richtungen unsere Routen ausrichten können. Es ist später Nachmittag. Wir haben ziemlich lange durch das Eismeer gebraucht, bis wir eine Fläche oder ein Gebiet gefunden haben, was eisfrei ist. Heute Nacht kommt laut Wetterbericht eine noch kältere Nacht auf uns zu. Aber wie gesagt, wir bleiben dran. So. Köfis sind schon im Wasser. Die tauen auf. Die sind nochmal richtig steif gefroren. Heute Nacht kommt dann wieder Hering zum Einsatz. Makrelen. Drückt uns die Daumen, dass wir nicht wieder komplett dicht frieren und eine dicke Mutti bekommen. Aber das Ganze macht spannend. Ein mega Erlebnis. Verrückt. Wir wollten jetzt gerade anfangen, unsere Ruten rauszuballern. Aber jetzt ist hier nochmal richtig Action am Start. Guck mal, was hier durchkommt. Aber fahren ganz entspannt, die Jungs, schön langsam. Die Bewegung hier im Wasser wird auf jeden Fall dazu beitragen, dass es nicht direkt zufriert. Er winkt. Das ist doch mega, ja. Da unten kommt noch ein richtiges Ungetüm rein. Schaut euch das mal an, was da vorbeikommt. Alter Falter. Ich bin echt mal gespannt, aber kann natürlich auch sein, dass die Raubfische auf die permanente Bewegung hier durch Schiffe positiv reagieren. Es ist schon hier mehr Druck im Wasser als an unserem Platz, wo wir gestern Nacht hingen. Ruhe im Winter ist eigentlich was Gutes. Jetzt werden wir mal sehen, was an einem Platz passiert, wo richtig Action ist. Aber der permanente Schiffsverkehr hier, wo wir jetzt gerade hängen, wird auf jeden Fall dazu beitragen, dass die Eisfläche sich nicht so schnell wieder schließen kann. Ja. Drückt uns die Daumen. Mal gucken, wo der da unten hin will. Hoffentlich packt der uns jetzt nicht dazu. Ja, der packt das Ding da ab. Jetzt wird es Zeit. Ruten ins Wasser. Und Daumen drücken, dass die Eisfee uns heute Nacht hier an diesem Platz gnädig bleibt. Es soll auf jeden Fall laut Wetterbericht noch mal viel kälter werden als letzte Nacht. Die ersten drei Montagen sitzen und jetzt kommt doch das Unheil auf uns zu. Wie soll es auch anders sein? Guckt mal, was da jetzt hochkommt. Alter Falter. Eine richtige Pirateninsel. Wir haben die vorhin kommen sehen. Dieses Riesenteil, das hing vorher draußen auf dem Teich. Jetzt wird es doch hier reingezogen. Wir haben die Rute, eine Rute drüben an der Kante liegen. Mit dem Absenkblei. Ich hoffe, dass er die nicht einsammelt. Aber der macht schon gut Druck. Der kleine Schieber zieht hier das ganze Teil hinter sich her. Hoffen wir mal, dass nichts passiert. Wenn nicht, müssen wir nochmal neu setzen. Was ein Ding. Aber nachdem das Wasser verwirbelt wird, beißen die Fische. Sagt man so, oder? Bin ich mal gespannt, ob unser Absenkblei hängen bleibt. Die winken, die freuen sich alle. Die haben noch nie sowas gesehen, dass irgendwelche Verrückten bei dem Wetter hier draußen angeln. Ja. Er macht schon Druck. Aber bis jetzt passiert nichts. Die Rute ist doch abgesenkt. Er fährt langsam. Ja. Das funktioniert. Servus!
Bleibt ihr drin? Bleibt ihr drin? The boat? In the harbor? Tomorrow out? Okay. Na gut. No problem. Wahnsinn, die Jungs. Wahnsinn. Wahnsinn, die Jungs. Ja. Drück uns die Daumen. Die haben sowas noch nicht gesehen, dass hier welche im Winter hängen. Haben sich noch entschuldigt, dass sie hier durch müssen. Aber Berufsschifffahrt geht vor, ja. Aber mega, ja. Die Jungs sind gut drauf. Und ja, jetzt piepst ein bisschen was, aber ist kein Problem, ja. Die Absenker halten, keine Bewegung in der Schnur. Hier hinten haben wir jetzt ein bisschen Druck, weil sich das Boot bewegt. Aber alles cool, ja. Ist alles liegen geblieben. Und das Riesenschiff hier. Uwe lacht. Ist durchgelaufen, also das muss doch was geben. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Die drücken uns alle die Daumen. Da müssen wir jetzt echt ein bisschen aufpassen. Das ist die Bootsbewegung, aber alles gut. Nach so einem Teil werden oft die Muttis wach. So, drei Routen kommen noch raus. Heute Abend machen wir volles Programm. Wahnsinn. Aber das Daumendrücken von den Jungs da vom, was weiß ich, was das war, das Sandbaggerschiffinsel oder irgendwas, das wird helfen. Also hier friert alles ein, hier friert alles ein. Weiter geht's. Das Boot ist durchgefahren, die erste Aktion direkt. Ich habe den Zwinger ausgehangen, Fisch nimmt Schnur. Fisch nimmt Schnur. Die erste Aktion. Das Schiff ist durchgefahren. Ich habe es euch eben erzählt. Der läuft. So, ich nehme die Rute jetzt mal auf. Ich mal in die Hand hier. Fühl das Ganze mal an. Ja, der nimmt. Fisch. Erste Fisch ist drauf, Jungs. Unglaublich. Schiff ist durchgefahren. Erste Fisch am Band. Jetzt müssen wir nur ein bisschen hier manövrieren. Ich krabbel jetzt mal hier unten durch. Unglaublich. Aber so ist das Hechtangeln. Unglaublich, unglaublich, Wahnsinn. Das ist ein guter Fisch. Halt mal kurz bitte. Wahnsinn, Wahnsinn. Komm rein, der ganze Kescher ist gefroren. Unglaublich. Bisschen Chaos eben hier mit dem Durchkrabbeln und alles. Aber Boot durchgefahren, die Jungs uns die Daumen gedrückt. Ich hab's euch prophezeit. Das Daumendrücken bringt uns den ersten Fisch. Und hier ist er drin. Und kein schlechter. Der ganze Kescher ist gefroren. So, jetzt müssen wir erstmal das Chaos hier bergen. Schaut mal, was der Kollege hier ausgekotzt hat. Das war, glaube ich, mal ein Barsch. Und kein kleiner Barsch. Das war ein guter Barsch. So, und hier ist er. Unser erster
Unser erster aus der Eiszeit. So, hier ist unser Köder gewesen. War fast so groß wie eben der Barsch. Makrele am Stück. So, hier ist er. Der erste. Der erste. Guck mal hier das Schwanzende, wie verkrüppelt es ist. Hat einen krassen Wiedererkennungswert. Vor ein paar Stunden waren wir noch komplett eingefroren und jetzt der erste Fisch. Mega, mega. Der wird auf jeden Fall seinen Teil, seine Geschichte im Buch meiner Erinnerung schreiben. Nach dieser Eiszeit, die zuvor kam. Petri Heil. Ein guter 90er. Knapp an der Metermarke vorbeigeschrammt, aber darum geht's gar nicht. Darum geht's überhaupt nicht. Ein Megafisch. Und der hat sich auf jeden Fall einen Kussi verdient. So, und der darf jetzt wieder schwimmen und wir müssen unsere restlichen Ruten ins Wasser bringen. Die Jungs vom Wasserschifffahrtsamt haben uns ja schließlich die Daumen gedrückt. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Ich bin ja mega begeistert. Der erste Fisch ist auf der Habenseite, direkt nach dem Schiff. Ganz verrückte Story, ganz verrückte Aktion. Ja, und bisher haben wir auch keine Anzeichen von irgendwelchen Eisschollen, die hier rumtreiben. Wir haben hier unten in dem Gebiet, wo wir jetzt unterwegs sind, auf dem gleichen Gewässer, ein bisschen mehr Wind, also das Boot schaukelt. Schön hier in den Wellen. Das Schlauchboot ist schon wieder gut gefroren, sieht schon wieder aus wie so ein halber Schneeball. Aber solange der Wind hier auf dem Wasser bleibt, werden wir hier in dem Gebiet auf jeden Fall heute Nacht nicht einfrieren. Und das schreit definitiv nicht nach Wiederholung. War ein spannendes Erlebnis, aber fürs effektive Angeln komplett fehl am Platz. So, und jetzt schauen wir mal, was noch passiert, ob wir heute Nacht noch einen Huber bekommen. Nachts sind die Katzen fett, sagt man so schön, oder die Hechte dick. Ja. Und ich habe auch in der Vergangenheit richtig in der Dunkelheit richtig fette Krokos fangen können. Mal schauen, ob das Glück mit uns ist. Ja, wir bleiben auf jeden Fall standhaft. Auf der Jagd nach dem Kroko. So, ich krabbel jetzt zurück ins Bötchen. Im Hintergrund gehen die Böller schon hoch. Auf diesem Wege euch auf jeden Fall ein fettes, erfolgreiches, gesundes neues Jahr 2023. Alles Gute für euch und dicke Fische. Wir werden uns jetzt noch was Schönes, Leckeres, Warmes zu essen machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Biss. Drückt uns auf jeden Fall die Daumen, dass wir nicht hier wieder einfrieren und dass das nächste Kroko kommt. Ihr seid dabei. Bis gleich. Auf den ersten Fisch hier bei unserer Eis-Challenge, bei unserer Eis-Pike-Tour werden wir uns natürlich ein geiles Abendessen gönnen. Diesmal steht der Grill auf dem Boot. Schaut mal. Und direkt über dem Grill die Hechtruten. Das ist doch wirklich Hechtangeln jetzt hier zur kalten Jahreszeit vom Feinsten. So, und jetzt warten wir auf den Endgegner. Bisher immer noch kein Eis im Spiel. Sieht alles noch gut aus hier. Aber hier unten weht eine frische Brise. Ich glaube, die wird das Eis etwas wegblasen. Ich musste jetzt hier meine Kopflampe mal nehmen für die Kamera. Denn das Kameralicht gibt auf bei der Kälte. Es ist richtig kalt. Also wir haben wirklich Probleme mit den Akkus. Das ist abnormal. Also die Kameras sind teilweise nach 10, 15 Minuten schon wieder volle Akkus auf komplett leer. Schauen wir mal, bis zum Biss.
Was ist das bitte für eine verrückte und zeitgleich erlebnisreiche Winterfischerei? Ob wir jetzt am richtigen Platz sind und XXL-Krokos fangen können, ob wir nun endlich eisfrei bleiben, wie ihr euer Spezial-Hechtstahlvorfach selber bauen könnt, alles das seht ihr in Teil 2 dieser Videoreihe Hechte eiskalt. Bereits nächsten Sonntag geht's weiter bei mir auf dem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch alles, alles Gute, dicke Fische und bleibt gesund. Bis nächsten Sonntag. Da geht's nochmal richtig vorwärts. Versprochen. Schönen Abend. Ciao, ciao.